Wir befinden uns jetzt in einem kleinen Zwischenstopp hier in Mirador de las Salinas. Wir fahren weiter nach El Golfo und danach nach Playa Blanca. Hier im Hintergrund sehen wir die Salinas, das heißt hier werden immer noch das Salz gewonnen aus dem Meer. Und hier ganz da hinten im Hintergrund, als auch da drüben, sehen wir die weißen Schneehäufchen, das sind Salzhaufen besser gesagt. Genau, manche Felder werden nicht mehr genutzt, wie man im Vordergrund sieht, im Hintergrund aber dennoch noch einige in Bearbeitung. Wir sind jetzt auf dem Weg zu El Golfo. Dazu muss man wissen, dass man früher noch bis locker in die Mitte der 90er Jahre direkt dorthin konnte. Aber dank der Touristen, die hier immer wieder Steine mitgenommen haben, Müll haben liegen lassen und wirklich wie die Vandalen sich benommen haben, hat die kanarische Regierung entschieden, den Pfad zu stoppen und bis zu dem grünen Teich den Zuweg zu schließen. Und somit darf man da nicht mehr laufen. Wir sehen aber jetzt gleich von oben, wie es aussieht. Es ist was ganz Besonderes, denn hier gab es ganz besondere Steine, die Mutter Erde, die Vulkane geschaffen haben, die, wenn man sie aufbricht, innen drin voller Kristalle sind.